So Leute, herzlich willkommen zurück zum Radsport Manager und zur zweiten Saison. Es hat sich hier unten irgendwie jetzt hat alles eben auf Rot geändert und hier unten und hier oben. Mal gucken, was jetzt passiert ist. Hier sind wir jetzt im Nirgendwo mehr. So interessiert es hier scheinbar auch nicht, was hier passiert. Stufe 15, yeah! Berg plus 2, Climber plus 1, plus 1 Zeitfahren, plus 1 Prolog, plus 1 Kopfsteinpflaster, plus 1 Sprint, plus 1 Abfahrt, plus 1 Ausreißer, plus 1 Ausdauer, plus 1 Zähigkeit, plus 1 Regeneration. Geil. Ziemlich wenig, aber hätten wir da mal plus 2 oder plus 3 bekommen, das wäre geil. Also passt schon. Besser als gar nichts, logischerweise. Also, man bekommt wirklich wochenweise XP dazu, das ist geil. Und ich weiß halt nicht, wenn wir jetzt halt auf 5 zum Beispiel trainieren, ob wir dann mehr bekommen. Das ist schon gescheit viel. Das machen wir jetzt mal. Das ist dann ungefähr bis hierhin. So musst ungefähr hinhauen pro Woche. Wenn wir auf 3 trainieren. Ja, das ist immer das gleich. Übertreib mal einfach mal nicht. Den halt einfach mal so konstant mittelmäßig weiter. Ich dachte halt, jetzt passiert wirklich was, aber. Nö, nö, nö. Ah, ist der 12. Wir kriegen gar keine E-Mails. Es passiert gar nichts. Ah, hier geht's weiter dann scheinbar. Und doch, es fängt normal an. Weil hier jetzt so eine Phase ist, wo wir gar nichts machen wahrscheinlich. Deswegen ist das komplett unten. Das ist auch so. Immerhin sind hier auch keine Rennen. Wenn jetzt hier auch noch Rennen wären. Oh mein Gott. Das ist eigentlich schon praktisch. Dadurch, dass du einfach, du entwickelst dich einfach nur durch Wochen. Umso mehr du spielst, umso besser bist du. Ganz einfach. Und deine Form hat echt nur überträgt sich halt auch nur aufs Rennen, hat auch nur Einfluss aufs Rennen und nicht auf das, was du, ja, also wie du trainierst, ob du mehr Punkte kriegst oder so. Giant Albezin sind wir jetzt übrigens auch im Team, haben wir es auch schön geändert. Ah, Kalender erstellen. Endlich. Eine neue E-Mail. Passen Sie Ihren Kalender an. Ihr Team hat seinen Rennkalender für Zeitraum von 1. Januar. Oh. Okay. Tour Down Under. Gewinnen Sie ein Rennen oder ein Wertungstrikot eines HC-Rennens? Ah, dann können wir daran teilnehmen. Tour de Suisse, das müsste dann auch für die Tour de France sein. Oh! Erreichen Sie die Top 5 eines der großen Klassiker oder einer Grand Tour? Gewinnen Sie auf einer Grand Tour eine Etappe oder ein Trikot? Krasse Scheiße! Also. Kettle Evans Great Ocean Road Classic. Oh, ne, da nehmen wir nicht teil. Datum für ein anderes Rennen gespart. Für das hier. Die Dubai Tour wird unsere erste sein.
Nur ist eh nicht so spannend. Herald Santur. Auch nicht. 2 HC. Da was gewinnen, dass wir da auf 3 kommen. 7 Etappen. Auch nicht so gut für uns. Da sind wir gemeldet. Das passt. Hier sind wir gemeldet. 2 Etappen. Hatte Froome als letztes gewonnen. Ist auch okay. Das könnten wir machen. Kopfsteinpflaster, glaube ich. Da fahren wir mit. Deswegen können wir hier nicht mitfahren. Da fahren wir mit. Yay. Kopfsteinpflaster in Mitte, irgendwas. Da fahren wir nicht mit. Ist auch wieder Kopfsteinpflaster. Da fahren wir mit. Auch wieder Kopfsteinpflaster. Da könnte man noch mitfahren, wenn wir wollen, aber interessiert mich nicht. Mailand San Remo können wir nicht mitfahren. Monumente des Radsports. Major Stage Race. Flandern. Irgendwas. Hier fahren wir auch noch mit. Ah, toll, spannend. Können wir nicht, können wir nicht. Würden wir können. Ist aber da nicht so sinnvoll, passt bis jetzt. Es sind jetzt nicht so viele Rennen, wo wir irgendwas reißen werden, aber Paris-Roubaix dürfen wir auch noch nicht mitfahren. Da muss erst Stufe 4 oder 5 werden. Krass. Erst nächstes Rennen ist die Dubai-Tour. Nochmal anschauen kurz. Das da können wir vielleicht gewinnen. Ansonsten sieht es eher schlecht aus. Training, wir tun weiterhin. Etappenfahrer. Das wäre halt eigentlich auch ganz geil zu trainieren. Zwei bei Beschleunigung geht auf Climber. Und es geht halt viel mehr hier noch drauf. Ne, ist schon wichtiger. Na fuck, ich sollte mal die Dinge anschauen. Also wenn ich so bleib, auf 3 passiert gar nichts. Wir können jetzt mal 4 Wochen voll durchdrehen, dass wir echt fit sind. Wir schauen mal am 25. oder so wieder rein. 24.1. Zu diesem Tag vorrücken. Dann lass mich auch vorrücken. Heftigstes Training. Neuseeländische Meisterschaft. Junior Cup 2. Sind 22 Jahre alt mittlerweile. Wir sind bald schon Leute. Unsere Hälfte Stufe 15. Gefällt mir. Das wären jetzt halt richtig heftige Rennen. Naja, wir werden sehen.
So, zur Trainingsseite, hier geht's los. Schon mal geil hochgetrieben. Das ist auch ganz interessant eigentlich und das ist auch. So, wir simulieren. Okay, passt schon. Dann sind wir eigentlich fit, oder? Ja. Und wir erholen uns jetzt gut bis dahin. Sind gut fit. Passt. Und dann schauen wir mal, was unser Sponsor so sagt. Dubai Tour, yay! Yay, yay! Wieder eine Woche vorbei. Frische ist top, Fitness, naja. Aha. Wir sind die einzigen, wo wir wirklich fit sind. Wir sind gesamt. Oh Gott, nur eine 73. Wo Pilz? Haben wir keinen besseren Bergfahrer? Hä, wir hatten doch. Giant Alpecin fährt doch das Ding mit. Aha, warte mal. Transfer. Giant Alpecin. Wir wollen Baki. Der ist gesamt eine 77. Normalerweise. Der haben sogar schon Rennen. Kondition, sehr gut. Kittler und Greipel. Ah, und die zwei auch noch. Metzger Luca und Arndt Nikias. Niklas. Nikias. Ludwigsson ist Zeitfahrer und er soll auf die Gesamtwertung fahren. Ich bin denen sein Helfer. Am Arsch werde ich dir irgendwas helfen. Nein, habe ich nicht gesagt. Im Hals würde ich es wagen, sowas zu sagen. Nein! Geil, Climber weiter trainieren, dann klappt das schon. Das ist 2 HC. Mal schauen, was wir so machen. 4er Bergwertung dürfte nicht allzu interessant für uns sein. So kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass es das sinnvoll ist, da anzugreifen. Wir sind halt 73er DSC als Durchschnitt. Das ist schon ganz gut. 80er ist halt Kittel. Der sprintet halt wahnsinnig ab. Ich habe trotzdem so das Gefühl, wir hätten lieber Meine zu Damen und einer Herren, seien Sie geduldig. Continental Die Topografie der heutigen Etappe ist Mannschaft eher gehen flach und sollen. eintönig. Aber wenigstens die Teams der Sprinter werden sich nicht beschweren. Und natürlich auch nicht diejenigen, die Ihnen mit einem bisschen Wagemut das Leben schwer machen wollen. Marcel Siedberg ganz vorne. Unser neues Trikot.
Jetzt startet er einen Angriff. Vielleicht will er einfach nur mal ins Fernsehen kommen und seinen Sponsor präsentieren. Da vorne die Gruppe versucht sich gerade abzusetzen. Ihm war das Tempo hinten im Hauptfeld wohl etwas zu gemütlich. Die lassen es ja wohl nicht so ganz fahren, hä? Probieren wir halt auch mal unser Glück. Der Vorsprung beträgt schon etwas mehr als eine Minute. Einige Teammanager sind mit dem Ausreißversuch alles andere als einverstanden. Die Tempoerhöhung im Hauptfeld deutet zumindest darauf hin. 15 Sekunden. Punkte bringt 8. Versuchen wir halt nochmal. Funktioniert doch, die Lücke wird größer. Der Abstand beträgt jetzt schon mehr als 2 Minuten. Das Hauptfeld scheint ihn ziehen zu lassen. Warum lasst ihr mich nicht gehen? Prima, jetzt greift der an. Da freut sich ganz bestimmt auch der Teamsponsor. Das Feld kommt unaufhaltsam näher. Jetzt geht es im Fahrerfeld richtig zur Sache. Aber allzu weit kann sich das Feld nicht mehr ausdehnen. Dann geht es nämlich richtig auseinander. Widerlich, die lassen uns das keinen kann doch nicht wahr sein. Kilometer fahren. Einer der Mannschaftskapitäne fällt zurück. Gab wohl einen geilen Sturz, hä? Ist aber halt der Dubai. Hätte ich keine Lust unbedingt Auto, Fahrer zu fahren. Auto schon. Peter sei. Ach ne. Irgendwas anderes. Aber so Monsterkreisverkehre. Komm, gute Tat. Oh, Arndt macht's Tempo. Ich habe so das Gefühl, es könnte halt ein Problem werden, dass wir so den mega miesen Ebenenwert haben. Könnte ich mir zumindest vorstellen, vor allem auf solchen Etappen halt. Marcel Kittel, was hat denn der Ebene 74 Sprint? 85 Beschleunigung, 82 Abfahrt, 83. 73, Entschuldigung, Regeneration 75, Zähigkeit 72 und Prolog 75. Ist schon ganz gut, der Typi. Ich werde aber niemals irgendwie, glaube ich, führen oder so. Schön schon böses Tempo. Alter, ich fahr. Das ist 70. Der Ernst 75 und ich fall raus. Mit 61 Ebene. Es sind jetzt nur noch 10 Kilometer. Das Fahrerfeld nähert sich jetzt der 8000 Meter Marke vor dem Ziel. Das jetzt volles und Tempo. Alles deutet darauf hin, dass es heute zu einem Massensprint kommt. Kleine Ausflug ist vorbei. Die Gruppe wurde vom Feld geschluckt. Noch 5 Kilometer bis zur Ziellinie. Oder wir sind einfach so gewieft und tun ein bisschen Zeit sparen.
Nun beginnt der Sprint. Die starken Sprinter geben alles. Tun einfach so Zeit sparen. Oder Zeit verlieren, dass wir dann angreifen dürfen. Ein überragender Sprintsieg. Viviane vor Wippert, Renshaw, Galoppe und Kittel. Wir müssen auf uns noch gedulden, bis die Nachzügler das Ziel erreicht haben. Ja, gute 4 Minuten haben wir verloren, das ist okay. Nun aber zu den Rennhighlights für heute. Ist ein Rennhighlight. Schaut, jetzt können wir hier. Ach, toll, 8 Punkte. Der sieht keinen. Hier. Hier auf der Etappe angreifen, dann verlieren wir hier auch nochmal. Dann können wir hier angreifen, dass wir da Punkte kassieren. Ist ein guter Plan, oder? Ein guter Plan. Wir bauen jetzt halt auch langsam erstmal unseren Rhythmus auf und so und so. Die fahren wir noch. Wir können jetzt da versuchen, mal in eine Ausreißergruppe zu kommen. Leon Luis Sanchez fährt auch mit. Cadel Evan, ne, Ulrike Greenwich. Cadel Evan, ne, Mike Renshaw. Scarponi, Chris Froome. Etix Quick Step Froome? Echt jetzt? Na, Viviani ist auch Top-Sprinter mit 81 Sprint und 85 Beschleunigung. 75. Herzlich willkommen. Das Profil dieses Rennens ist ziemlich flach. Daher können wir vom Hauptfeld ein hohes Tempo erwarten. Das ist ein Angriff. Diese kleine Gruppe da vorne versucht, sich vom Feld zu lösen. Alter, warum lasst ihr uns nicht fahren? Mir geht's nur um diese scheiß 8 Punkte. Die Ausreißer haben ihren Versuch aufgegeben. Das Feld hat ihnen keine Chance gelassen. Angesichts der Tatsache, dass das Hauptfeld das Tempo deutlich verschärft hat, sind weitere Angriffe äußerst unwahrscheinlich. Ausreißversuch. Ein guter Zeitpunkt, die Mannschaftsfarben zu zeigen. Bringt wieder nichts. Ich habe doch insgesamt über 3 Minuten Rückstand. Jetzt geht es im Fahrerfeld richtig zur Sache. So arg Chaos. Aber allzu weit kann sich das Feld nicht mehr ausdehnen. Dann geht es nämlich richtig auseinander. So, ich der kleine 70. Ausflug ist vorbei. Die Gruppe wurde vom Feld geschluckt. Ich halt nochmal. Nun versucht ein Fahrer sein Glück im Alleingang. Ich glaube, das ist nicht wegen mir. Genau in diesem Augenblick kommt es zu einem Angriff. Na gut, dann fahren wir halt einfach weiter. Die lassen halt schon jemanden einem fahren. Ein Fahrer versucht, sich vom Feld abzusetzen. Der ist 80. mit 3 Sekunden Rückstand. Wie alle hier scheinbar.
Tja, aber die hechten mir ja, prima. Jetzt greift er sofort alleine an. Da freut hinterher. Sich ganz bestimmt auch der Teamsponsor. Verstehe ich nicht. Keine Ahnung, ist absolut Schwachsinn in meinen Augen. Es sind vier Fahrer vorne, die ersten vier bekommen Punkte. Ganz großes Kino mal wieder. So ein Dummfug. Warum kann man mich da nicht mal fahren lassen? Ich meine, ich störe doch nicht. Die lassen sie jetzt mit 3 Sekunden Vorsprung, die lassen sie 7 Minuten gehen. Alter Falter, ey. Ein Krampf hoch 3000. Scheiße, mich einfach fahren lassen. Das bringt mir halt mega geil Punkte. Achso, Erfahrungspunkte. Erster Ausreißversuch über 50 Kilometer in UCI oder so, ein Krampf. Also da wird sich schon etwas finden, was cool wäre, aber. Ja. Kilometer vom Ziel, mein Puls rast bei 130, 36. Marcel Kittel wird so geil abgehen, glaube ich, hinter deinem Sprint. Der hat eine plus 3er Tagesform. Mesquez plus 5. Ich werde eh Zeit verlieren und hinten rausfliegen, denke ich. In Dubai wird es regnen, ich denke auch. Wie arg sich das Feld zieht. Einige Teammanager sind mit dem Ausreißversuch alles andere als einverstanden. Die Tempoerhöhung im Hauptfeld deutet zumindest darauf hin. Jetzt sind es nur noch 15 Kilometer. Das Feld kommt unaufhaltsam näher. Das kann doch nicht wahr sein. Einer der Mannschaftskapitäne fällt zurück. Das ist sein Antritt. Er will jetzt unbedingt gewinnen. Im Feld gab es wohl einen Sturz. Es soll sich dabei sogar um einen Teamkapitän handeln. Nur noch 10 Kilometer bis zur Ziellinie. Naja, da liegen zwar jetzt mehrere Fahrer am Boden, aber das Ganze scheint glücklicherweise nicht so schlimm zu sein. Jetzt sind es nur noch 5 Kilometer. Der Typ gibt schon gut Gas. Ich habe hauptsache ein paar Leute mitgerissen, cool. Das ist das Ende dieses Fluchtversuchs. Das Feld hat ihnen wirklich keine Chance gelassen. Kittel jawohl, gegen jetzt Rappe. Sind sie mitten im Sprint. Das wird ein sehr, sehr schnelles Finale. Renshaw gewinnt vor Kittel, Wippert, Viviani. Greifen ist hier gar nicht so gut. Hm? Noch immer kommen Nachzügler ins Ziel. Jetzt haben wir wirklich Zeit ohne Ende verloren. Die wir für sie ausgewählt haben. Flussspurt nochmal an. Hier Renshaw. Alles ist gut. Kittel. Greibel da ganz hinten, kann ich mir fast nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Wir haben insgesamt über 9 Minuten Rückstand. Wenn wir jetzt auf der Etappe nicht ausreißen dürfen, dann hör mir auf. Dann stimmt irgendwas nicht, dann will mich das Spiel nicht gehen lassen. Aber gut, wir werden ja sehen. Im nächsten Part. Bis dahin, haut da rein, macht es gut und auf Wiedersehen. Ciao.